Moin Moin und herzlich willkommen zum Unboxing der Samsung Galaxy Buds. Die habe ich mir relativ günstig jetzt bestellt, weil ich habe etwas länger gewartet, weil ich habe ja hier ein S10 und da habe ich echt ein bisschen länger gewartet, bis die auf so einen Preis sind, wo ich sage, okay, zugeschlagen, Lösung bitte. Die brauche ich jetzt, weil sie sind eigentlich ein Accessoire, was für die Samsung S-Reihe ziemlich essentiell wichtig ist. Deswegen packe ich die jetzt mal auch aus. Ich bin ja ein Freund von TWS. Und da können einfach als Samsung-Nutzer die Galaxy Buds einfach nicht fehlen. Ich habe nicht bei den Plus zugegriffen, weil die waren mir dann doch noch echt zu teuer. Und habe ich gesagt, also so groß ist dieses Update ja gar nicht. Da brauche ich die ja auch nicht wirklich. So, vielleicht werde ich es am Ende bereuen. Mal sehen. Vielleicht kriege ich ja die Plus auch noch mal irgendwann. Und ich hoffe, das kommt jetzt einfach mal hier raus. Okay, das war ja absoluter Fail. Ich hatte das Siegel an der Unterseite nicht geöffnet. Deswegen kann das auch gar nicht aufgehen. So, hier haben wir dann noch den Quick Start Guide drin. Den brauche ich aber nicht. Denn was ich einzige brauche, ich habe mir die Buds in dieser neuen Note 10 Farbe gekauft, weil ich die einfach am schönsten fand, so am witzigsten. Habe ich gesagt, gut, dann hole ich mir die, wenn es die jetzt auch schon gibt in dieser Farbe. Deswegen leuchten die so ein bisschen. Das ist echt cool. Da liegen die Buds auch schon drin. Boah, die sind aber relativ groß. Ich habe die mir kleiner vorgestellt. So, dann übrigens guter Mechanismus, kann ich jetzt schon mal sagen. Dann schauen wir mal, was noch in der Box drin ist. Boah, Hilfe, Hilfe. Okay, okay, da ist einiges gerade rausgefallen. Hätte ich nicht so doll öffnen sollen. Dann haben wir hier noch die Eartips, die weiteren Eartips. So, in verschiedensten Größen, 1, 2, also das ist groß, das ist mittel und dann gibt es, also es gibt scheinbar einmal Eartips drauf, die Standard, dann gibt es die nochmal in größer und dann nochmal in kleiner. So, dann werde ich mal schauen, wie einfach es ist, jetzt wirklich die mit einem Samsung-Gerät zu verbinden. Hier ist nochmal ein USB-C-Kabel drin, das ist sehr schön, denn diese Samsung-USB-C-Kabel, das sind die guten. Damit kann man auch gut Dateien transferieren. Das habe ich nämlich bei anderen USB-C-Kabeln, die ich genutzt habe, nicht so gehabt, dass ich da einfach alles easy mit von Handy auf den Computer übertragen konnte. So, ich packe das mal alles rein. Dann schauen wir mal, wie einfach das ist, die zu verbinden. So, dann habe ich jetzt hier mal mein Gerät, mein S10. Habe die Kopfhörer, öffne ich es mal. Und so, da haben wir es auch schon. Galaxy Buds, a new device has been detected. The device information will be synced with the SmartThings server, so you can easily connect in the future. Okay, drücken wir mal auf Connect. Jetzt verbindet er sich mit dem Server, lädt da noch scheinbar was runter und sagt hier My Galaxy Buds. Rechter hat 95%, der linke hat 75%. Jetzt installiert er hier irgendwas. Mal schauen, was das ist. Das scheint wahrscheinlich die Galaxy Buds App zu sein. Ja, lassen wir mal auf alles zugreifen. Okay, to use the Galaxy Wearable App, you need to allow access to your location all the time. Ach so, ja, gut, das war so schnell, gut. Naja, setting up your phone. Eigentlich sollte er nicht das mein Gerät aufsetzen, sondern die Kopfhörer. Naja, App to install Galaxy Buds 7 MB. Das ist jetzt auch nicht so viel. So 100%. Congrats to your new Galaxy Buds. Ja, du darfst alles haben, was du willst. Optional, nee, das möchte ich jetzt mal nicht. Manage Notifications on your Galaxy Buds. Okay, ja, jetzt sagt er hier, okay, was für Notifications möchte man haben? Ja, Alarm, okay, Incoming Call. Ja, ich muss jetzt nicht alles hier durchschauen. So, drücken wir mal auf Next. Use Touchpad. Du musst eigentlich das Touchpad stehen. Einmal drauf drücken. Okay, okay, Tab. Einmal, also gut, dass man hier nochmal eingewiesen wird. Einmal drauf drücken, um Play oder Pause zu haben. Das zweite Mal, um den nächsten Track zu spielen oder den Anruf anzunehmen, also doppeltippen. Dreimal drücken und dann auf den nächsten. Und gedrückt halten, dann kann man hier nochmal was einstellen. Ambient Sound. Turn on amplify sounds from your surroundings, so you can stay aware of what's going on around you. Okay, Quick Ambient Sound, ja, ja, ja. Pair with phone or tablet und man kann es auch hinten drauf laden, das ist natürlich super geil und da sieht man nochmal, wie viele Batterie, rot ist dann 30%, dann dazwischen und ab 60% ist grün. Okay, drücken wir auf Finish, dann sagt er jetzt hier, ja, okay, alles super, Galaxy Buds disconnected from earbuds, okay, dann, ja gut, getting started möchte ich jetzt nicht mehr,
Keep Sound Fresh, okay. Hier haben wir dann die App. Hier kann man dann einen Equalizer einstellen, was sehr cool ist. Also hier kann man dann den Treble boosten oder den Bass boosten, je nachdem, wie man es haben möchte. Notifications, okay. Touchpad, da kann man das, genau, hier kann man das nämlich immer einstellen. Touch and Hold, da kann man Voice Command, ja, das werde ich jetzt auch so lassen. Find My Earbuds, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Beeping, ah nee, das möchte ich jetzt nicht haben. Naja, das war's mit dem Einrichten. Also so vom ersten Eindruck gefallen mir die richtig gut, erst recht in dieser schicken Farbe. Ja gut, dann sagt er jetzt auch schon direkt nicht mehr verbunden. Ja, also ich finde es super. Ich finde die bisher, sie sind natürlich für ein Samsung-Gerät ein super Begleiter. Ob das auch auf allen Geräten so gut ist, werde ich jetzt in meinem Test, in meiner Testzeit jetzt erstmal herausfinden. Natürlich werden die bei Samsung-Geräten viel besser, das kann ich jetzt schon mal sagen. Wenn ihr ein Samsung-Gerät habt, dann werden die viel, viel besser funktionieren als auf einem normalen Android-Handy. Das kann ich jetzt einfach sagen, weil die da schon gemacht sind. Aber wie gut oder wie schlecht das dann eher aussehen würde, das werde ich jetzt in meiner Testzeit herausfinden. Ja, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt bitte gesund und tschüss.